Da ist selbst der Feuerläufer im zweiten Teil so viel besser als du, wenn auch anfälliger. Ich hasse dich jetzt. Dreh dich und fahr da hoch. Das ist ein Befehl vom Commander. Oh, komm, was ist dein Problem? Das ist doch nur hier 0815 Hügel. Fahr! Oh. Du bist doch vorhin was viel Schlimmeres hochgekommen, Mann. Rage-Modus. Hier schon wieder runter. Ich mag das nicht. Oh Mann. Was haben wir denn hier? Hui! Oh. Nur wegen einer abgestürzten Sonne. Ich hasse diesen Berg. Ich hasse ihn so sehr. Abgrundtief. Lass mich mal hier hin. Gareth, hast du keinen? Ach nee, hast du nicht. Und hier rein. Dankeschön. Speichern. Haben wir wieder einen Fortschritt. Was ist das? Das sind Geth und die sind da oben auf dem Berg. Nehmen wir doch mal hier diesen Weg. Vielleicht macht es uns glücklicher. Ich bezweifle es. Hallo? Ist da jemand? Ich bin hier, um das kaputt zu schießen. Bumm. Nummer 1. Hallo, was macht denn hier? Ich bin Commander. Das hier nicht sehr nett von euch. Nee, nee. So, jetzt mal dich hier klein hauen. Mal hier schön vor die Atta. Bam. Oh. Mal gerade sagen. Marco drin. Was haben wir denn hier Schönes? Hallo? Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ah. Ich auch. Okay, das sieht mehr aus wie so eine Art Sendestation, die Sie beschützen wollten. Dann auf zum Außenposten. Ja, Sendestation, doch, das klingt plausibel. Ach, ist das anstrengend alles hier. Hui, 360, No Scope. Und da ist ein Reifen kaputt. Immerhin. Da unten ist ein Herz vorkommen. Es lohnt sich ja mal. Ich hasse diesen Planeten. Ich hasse ihn so abgrundtief. Es gibt noch mehr davon. Hat sich das denn einfallen lassen, ganz ehrlich? Wir haben Raumschiffe. Versteht ihr mich? Raumschiffe. Warum kann ich nicht einfach damit durch die Gegend fliegen? Warum muss das jetzt ein Auto sein? Dankeschön. Dann umfahren wir mal dieses Gebilde hier. Wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es hier auch noch irgendwo ein Proteane-Vorkommen. Also so ein Archäologie-Dings, aber. Das Ding will ich jetzt absolut nicht suchen. Es ist so. Die Amerikaner würden sagen, Pain in the ass. Und das brauche ich jetzt nicht.
Ich bin ja schon hier stressig genug, dass ich nachher zur Arbeit muss. Ja, nicht wirklich. Ich freue mich schon, dass die Kollegin wieder da ist. Das eine, die war lange Zeit krankgeschrieben. Hi! Hier so ein bisschen vorwärts, rückwärts. Dich weg und ein Level up. Ah, was bist du nur für Super Geth? Das Universum sucht den Super Geth. Das wäre doch mal eine geile Sendung. So. Sind wir fertig? Nee, da kommt noch einer. Kann ich dich kaputt schießen? Ich kann dich kaputt schießen. Muss ich sogar. Ist meine Sacke Lebensanzeige das? Merkst du nicht, dass ich dich so ein bisschen so. Lalalala, lalalala. Nur noch ah. Ein weiterer Außenposten. So. So. Bleib mal da liegen und bam. So. Haben wir auch das hier erledigt. Sehr schön. Ist hier irgendwo ein Vorkommen? Ja, nee. Habt ihr was fallen lassen? Ihr habt jede Menge fallen lassen. Danke. Doch, wollte gerade sagen, das war ein Vorkommen. Ah! Ups, dam, bam. Oh, ich bin lange nicht mehr auf dem Bauch, auf dem Rücken gelandet. Dann nehmen wir das hier noch mit. Und dann hauen wir ab. Dankeschön. Lecker Uran. Nicht zu verwechseln mit leckerem Urin. Das ist nicht so lecker. Oder Taurin. Aber Taurin ist was anderes. Es hält wach. So. Ja. War schön hier. Hat mich sehr gefreut. Wamschi. Du Olla Wamschi. Das ist auch ein schöner Ausdruck. So. Ist nicht mal viel. Almos. Nee. Da kommen die Almosen her. Magi. Ja. Merken wir uns. Und der Pregel. Nicht zu verwechseln mit dem Prängel. Hallo. Schnell landen. Dann nehme ich jetzt mit dich und dich. Ich will mal jetzt ein bisschen Abwechslung. Nicht, dass sich irgendjemand beschwert, ich würde hier andere Leute bevorzugen. Mache ich. Das ist ja schön hier. Ich habe aber nur eine Sonne gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ein Mond bist. So hell, wie du strahlst. Da ist der Außenposten, dann gehen wir hierher. Auch hier meine ich mich zu erinnern, gibt es ein paar weit entfernte. Da haben wir's.
Vorkommen an Erz und anderen Mineralien? Ja, relativ weit entfernt. Aber wenn man das nicht direkt darauf abzielt. Jontach. Ja, gib mir das mal. Dankeschön. Hm, wieder Thorium. Nach und nach füllt sich unser Geldvorkommen, unsere Credits. Kann ich vielleicht noch mehr tolle Waffen kaufen? Ach, das wäre schön. So, weiter geht's. Immer schön der Linie nach. Erstmal hier Breakdancen. So muss das. Sehen wir es positiv, wenn das alles mehr oder weniger erledigt ist. Gibt es fast nur noch die Hauptmission. Dann kommen wir im Spiel auf jeden Fall wesentlich schneller voran. Vor allem aber auch, was bist du denn? Sehr niedlich. Uralte Trümmer. Na, was mache ich denn? Turianische Insignie, okay. Speichern, habe ich lange nicht mehr gemacht. Piu, piu, hallo. Ich bin da. Ich glaube, das hier ist... Mhm. Ja, darf ich? Was bist du denn? Beschuss durch Massenbeschleunigerwaffen über Xenobier-Kampf kann diese spezielle... Muss... Okay. Merken wir uns diesen Kopf. Denn auch da gibt es Theorien und Zeug. Nee, im dritten Teil wird das kurz angehauen, dass die Kroganer, also Rex, früher auf dinosaurierähnlichen Viechern rumgeritten sind. Vielleicht ist das ja so ein Vieh. Vielleicht waren die hier mal auf dem Planeten und haben aus irgendwelchen Gründen Beef gemacht. Gestürzte Sonde. Zack. Kurz schließen. Dankeschön. Immer noch 5. Naja. Und jetzt nach oben. Ja, wir haben halt, sind halt auf den Viechern geritten. Das waren wohl ziemlich ausdauernde und auch stabile Viecher. Ähnlich wie Dinosaurier wohl. Oder ähnlich wie die Kroganer. Das könnte halt so ein Vieh gewesen sein. Wenn mich wundert, dass wir auch noch keine Rachni entdeckt haben. Ich meine, es sind noch einige geflüchtet, aber ich bin mir gerade nicht sehr sicher. Ah, Beryllium. Holen wir uns doch mal schnell hier ein bisschen Beryllium. Und falls euch das nicht gefällt, was wir hier machen, nur mal nebenbei gesagt, ihr könnt ja gerne wegschalten. So. Das Thema hatte ich letztens unter einem meiner Videos so ein bisschen von wegen hier, er versteht den Sinn des Spiels nicht. Und das ist ja so uralt. Ja. Grundsätzlich, mein lieber Freund, Spiele dienen der Zeitverschwendung, des Zeitvertreibs. Man spielt, weil man Langeweile hat. Oder andersherum, man spielt, um etwas zu lernen. Denn viele Sachen lernt man am besten spielerisch.
Und dafür sind Spiele letztlich da. Sie sind da, um was zu lernen oder um sich halt die Zeit zu vertreiben. Oder für einige andere sogar noch kompetitiv. Das heißt, man kann sich mit anderen Spielern messen. Wenn jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt behindert, könntet nur im Rollstuhl sitzen, wollt aber gerne Fußball spielen. Könntet ihr mit FIFA halt, wenn ihr es so schon nicht mehr könnt, wenigstens andersherum. Ausgewichen wie ein Profi. Hör mal auf mich zu schießen, Junge. Nicht sehr freundlich. Aua. Da unten ist noch einer. Ah, da. Schön daneben ballern. Komm, den stecke ich auch noch ein. Der Winkel ist einfach zu gut. So. Ich meine, ich würde auch niemals Astronaut werden können, einfach weil ich zu blöde bin. Also ich habe nie richtig studiert. Blöde würde ich jetzt nicht sagen, aber unwissend. Und weil ich auch keine körperlichen Voraussetzungen mitbringe. Ich habe das Ziel nie wirklich verfolgt. Es war mehr so, ach ja, im Weltraum sein, das wäre schön. Das Ding ist nur, man muss halt unendlich viel dafür machen. Man muss halbwegs hellen Kopf haben, man muss mit Sachen umgehen können. Es gibt verschiedene Forschungsrichtungen, die es zu beachten gibt. Es werden biologische Experimente im Weltall durchgeführt, physikalische Experimente, alles Mögliche. Und um in der Schwerelosigkeit überhaupt klarkommen zu können, muss man dann halt auch noch ziemlich durchtrainierten Körper haben. Fahre ich denn hin? So. Guck mal, der hat auf mich geschossen. Aua. Aua. Hau doch mal. Hör mal auf mit dem Scheiß. Ich sollte mich mal mehr konzentrieren, ne? Nein. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass einer dieser Außenposten die Hauptoperationsbasis für diese Invasion ist. Nee. Moment. Wir empfangen eine Art Übertragung. Aha. Angesichts der Signalstärke würde ich sagen, dass sie aus diesem Sternencluster kommt. Das muss eine Nachricht von der primären Gate-Basis sein. Wir können ihre Position mit Hilfe des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Das muss eine Nachricht von der primären Gate-Basis sein. Wir können ihre Du wiederholst Position mit Hilfe dich. des Signals lokalisieren und sie dann ausschalten. Könnte das an deinem komischen Helm liegen? Man weiß es nicht. Ja. Andere wollen einfach nur einen geilen Job, aber sie wissen gar nicht, was ein geiler Job ist. Um das Thema mal wieder aufzugreifen. Und verbinden damit einfach nur faul sein und Geld kriegen. Das ist ja im Grunde schon Hartz IV. Das ist ja letztlich ein geiler Job. Man muss nur Bewerbungen schreiben. Damit man da wieder rauskommt. Ich meine, was gibt's Einfacheres als ein paar Bewerbungen zu schreiben? Atmen. Und selbst das können einige nicht mal. So. Aber jetzt haben wir das, 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 das und müssen hierher. Grissom. Und dann wird sich auch noch beschwert. Oh nein, ich muss Bewerbungen schreiben. Wieso kann ich das Geld nicht einfach so haben? Wäre doch ein viel geilerer Job. Nö, wäre es nicht. So, wir haben hier Notanban, Sulcrum und ich habe es doch gerade gesehen. Da. Schauen wir uns erstmal das hier an. Sich halt einfach an den Arsch aufreißen. Wir leben hier in einer Leistungsgesellschaft. Das ist nicht schön, absolut nicht. Weil man ständig 110% geben muss. Dass die. Ja, das macht einen halt nach und nach kaputt. Aber das ist nun mal das ist der Ort, in dem wir leben. Wenn es uns nicht gefällt, können wir gehen. Das ist halt so meine Sichtweise.
Dafür, dass wir halt 110% geben, haben wir aber halt immer noch ziemlich viele Vorteile. Ein halbwegs so funktionierendes Sozialsystem finde ich toll. Woanders haben wir das nicht. Halbwegs funktionierendes Krankenkassensystem finde ich auch toll. Haben wir woanders auch nicht. Meine, natürlich gleicht sich das immer mehr den Geldgierigen an und man muss immer mehr zahlen. Aber naja, solange es noch funktioniert, genießen wir das doch. Machen wir uns erstmal die Sorgen, wenn es schlimmer wird. Und jetzt nehme ich dich und dich. Ja, wobei, nee, du hast keine tolle Rüstung. Ich nehme dich. Rexy! Ein bisschen gähnen. Mal kurz auf die Uhr schauen. Oh je, nicht mehr viel Zeit für mich. Speichere ich mal. Auch wenn das Spiel schon für mich gespeichert hat. Trümmer, Anomalie, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Gehen wir mal hierher. Eins nach dem anderen. Meine, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als Menschen vereint werden, vollkommen gleichberechtigt werden. Das heißt, jedem geht es gleich beschissen, so gesehen. Ich halte halt nichts davon, dass einige wenige viel Geld haben. Wobei ich es respektieren kann, wenn es wirklich hart erarbeitet ist und andere halt gar nichts haben. Wobei ich da wiederum nicht respektieren kann, wenn die sich nicht bemühen. Früher war es ja nicht anders. Entweder man hat was getan oder man stirbt. Entweder man ist losgegangen und hat sich sein Essen gejagt oder man verhungert. Ist ja heute nicht anders. Und dass das Jagen an sich mit Arbeit zu vergleichen ist. Dann gibt es Leute, die haben einfach nur Pech. Denen kann man doch helfen, wenn man ein bisschen was über hat oder nicht. Naja. Lassen wir das Thema. Hier ist auch wieder schön. Da ist ein Planet. Da ist die Sonne. Ist toll hier. Gucken wir uns mal die Trümmer da an. Trümmer. Was haben wir hier? Ups und einmal einlenken, stopp, aussteigen. Abgestürzte Sonde. Dankeschön. Ich glaube, ich muss mir langsam mal Sorgen machen über den Platz in meinem Inventar. Es könnte sein, dass ich schon wieder zu viel Zeug habe. Ich glaube, darum kümmere ich mich dann gleich, wenn wir hier fertig sind. Mache ich meine Aufnahmepause, dann werde ich noch mal in Ruhe was frühstücken. Damit ich dann ganz geschmeidig die Arbeit rocken kann. Und nachher werde ich die Videos dann wieder bearbeiten und heute noch hochladen, damit wir wieder noch ein bisschen was haben, ne? Jetzt drehen wir uns erstmal geschmeidig im Kreis. Sehr schön. Jump, jump. Einmal geil hier hochgefahren. Ich glaube, hier gab es auch noch irgendwo ein kleines Erzvorkommen. Hui!